Hallo, grüß euch. Ich will euch meine Construction Report App zeigen. Ich habe hier eine neue App entwickelt für die Bewährungsabnahme. Einmalige Kosten einfach und nicht dauerhaft zahlen. Das macht keinen Sinn aus meiner Sicht für die Bewährungsabnahme. Gut, was kann das Ganze? Ich gehe hier auf Projekt, mache mal ein neues Projekt. Sagen wir mal, die Projektname ist Dietwurt. Keine Ahnung. Dietwurt weiter. Jetzt haben wir hier Altplan und Dietfurt. Ich gehe auf Dietfurt, mache ein neues Protokoll und sage Haus 1 zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung. Machen wir weiter. Dann haben wir hier Projektname Dietfurt. Projektnummer macht mal 23-01. Bauherr. Oh. Machen wir die Frau Pöppel zum Bauherrn. Frau Pöppel. Bauleitung ist der Herr Felix. Der Tragwerksplaner ist der Herr Moritz. Kommt dann eben leider hier in Herrn Paul. Sorry, Fabian. Herr Paul. So. Dann kann ich hier draufklicken, wann das Protokoll erstellt wurde. Ist als Datum für heute gleich ausgewählt. Klicke ich hier, okay. Dann kann ich die Einträge wählen, was ich denn haben möchte. Ich glaube, hier bloß die Stützen noch klein geschrieben. Das wird natürlich noch ausgebessert. Aber ich könnte zum Beispiel sagen, Streifenfundament, Einzelfundamente, Bodenplatte. Und ich könnte auch hier noch was dazu schreiben, zum Beispiel, wenn ich hier Haus 1 dazu schreiben möchte oder hier bei Einzelfundamente Bauabschnitt 1 bis 3, keine Ahnung, irgendwie sowas, ne? Dann kann ich hier auf Weiterklicken. Dann sind die übernommen worden. Dann gehe ich hier auf Weiter, kann den Standort ermitteln. Ich brauche bloß auf den Standort hier klicken. Go. Ja, oh, hat es gerade gemacht. Das sehen? Ja, dann Mangel. Dann kann ich jetzt zum Beispiel ein Foto aufnehmen. Ja, machen wir mal schnell irgendein Foto. Ja, sagen wir, das ist unser Mangel. Wunderbar. Dann können wir darunter schreiben, was die Bemerkung ist. Sagen wir, Schrank sortieren. Keine Ahnung. Jetzt kann ich noch sagen, bis wann der Schrank sortiert werden muss. Wunderbar. Mangel hinzufügen, dann kann ich jetzt noch weitere Mängel oder Anmerkungen hinzufügen. Dann in der Prüfung kann ich auswählen, ob es keine unwesentliche oder wesentliche Mängel sind. Ich sage in dem Fall ist er ja kein wesentlicher Mangel, also unwesentlicher Mangel. Dann das Werk beginnt, wird zurückgestellt oder wird abgenommen. Komm, wir nehmen es ab. Dann gehen wir auf Weiter. Wir geben den Ort hinzu. Dietfurt. Zeitpunkt, klicken wir einmal da drauf. Vorname Peter Pöppel. Und jetzt geben wir unsere Unterschrift dazu. Ja, Pöppel. Und dann die Bauleitung. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ist egal. Ich nehme jetzt mal hier Felix. Hat der sein Servus dahin? Und dann gehen wir hier auch weiter. Dann kann ich hier E-Mail-Empfänger hinzufügen. Zum Beispiel jetzt Peter.Pöppel. Nehmen wir einfach die Web.de, ist mir wurscht. Dann kann man jetzt hier, ich muss dazu schreiben, Abnahme und Hallo, was weiß ich was alles, Uli schreibt. Dann gehe ich hier auf zurück, dann können wir die Daten senden und schon haben wir ein PDF erstellt für dieses Projekt, wird automatisch verteilt an alle Empfänger und ich bin fertig auf der Baustelle und habe alles in sicheren Taschen. Viel Spaß mit der App. Wird bald auf Android und Apple erscheinen. Servus, ciao, ciao.